Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir gucken jetzt mal erstmal in die Kommentare rein. Master Mick. Ich versuche gar nicht mehr den Namen auszusprechen. Also wir bleiben bei Master Mick. Herr Gleich, du feierst ja komplett Capoeira, aber nicht schlimm. Ich auch. Ja, natürlich feiere ich Capoeira. Habe ich ja wie gesagt. Oder habe ich mal in der Vergangenheit irgendwann in einem Video, habe ich gesagt. Habe ich ja auch mal selber mit angefangen. Capoeira, mega geil. Ist ganz cool. Macht auf jeden Fall Spaß. So, dann die Time Fighter. Cooles Video. Könnte es sein, dass ihr für Tänze mehr Punkte gebt als bei Skins? Ich habe dem das letzte Mal viele Punkte gegeben im Skin. Ich glaube, das waren 10 von 10, oder? Irgendwie so. Also, wenn ein Skin mich total umhaut oder ein Gleiter mich total umhaut, dann kriegen die auch richtig viele Punkte. Aber die meisten sind halt ja nicht so super außergewöhnlich, dass man sagt, wow, das ist aber der mega geile Skin. Also da bin ich schon ein bisschen pinzig. Ja. Jo, also insofern, da könntest du unter Umständen recht haben, dass ich eher mal bei einem Emote Punkte vergebe. Ey, die sind halt auch sehr geil, ne? Also muss man schon sagen. Jo. Dann, und wer schon mal selber versucht hat, mal solche Emotes zu machen mit Grafikprogrammen oder Animationsprogrammen, habe ich auch schon in der Vergangenheit gemacht, der stellt fest, dass es teilweise nicht ganz so leicht ist, die richtig geil hinzubekommen. Also richtig geil. Also man kann schon einiges machen, aber so, dass es wirklich richtig geil aussieht, das ist schwer. Ist nicht so einfach. Das ist schon eine Kunst. So, natürlich auch Skins zu machen, aber beim No-Skin, was machen die beim No-Skin? Die nehmen diesen Standard-Skin da hier und dann kriegt er halt andere Klamotten drüber gezogen. Fertig, ja. Und das war's. Und deswegen finde ich das dann nicht ganz so prickelnd. Wenn da natürlich was richtig Geiles bei rauskommt, dann ja, aber einfach nur da das Model nehmen und dann andere Klamotten drüber, toll. Bin ich jetzt nicht so der große Fan von. Das würde ich wahrscheinlich selbst auch hinbekommen. So, dementsprechend dann halt die schlechte Wertung, wenn ich sowas sehe. Also, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt gucken wir erst mal. Was haben wir denn heute? Gibt es irgendwelche News? So. Fortnite Fall Skirmish ist momentan live. Ja. Dann gibt es dieses Strike at Midnight. Haben wir ja schon gehabt. Support a Creator. Haben wir uns für gemeldet. Ich weiß natürlich, also bis jetzt haben wir noch keine Bestätigung bekommen. Kann ein paar Wochen dauern. Müssen wir mal schauen. Vielleicht haben wir ja irgendwann das Glück, dass wir auch mal als Creator akzeptiert werden von Epic Games. Epic Games, wenn ihr zuguckt, würde er echt cool. Wäre richtig nice. Richtig nice. Einfach mal so. Creator, macht uns doch mal zum Creator. So, hat ja sonst keiner gehört hier. Also. Entschuldigung. Jetzt geht's los. Gucken wir in den Item Shop rein. Achso. Ja, jetzt nochmal hier Inspect Challenges. Nein, das ist es nicht. Nah. News. Waren wir auch schon drin. Events. Practice Tournament Solo. Bis in 14 Stunden geht's wieder los. Wer von euch hat es eigentlich bis jetzt geschafft? Also diese 20 Punkte zu holen an einem einzigen Tag oder beziehungsweise in diesen 3 Stunden.
Ja, wäre echt mal cool. Schreibt das doch mal in die Kommentare, macht vielleicht mal einen Screenshot davon. Würde mich mal interessieren, wie dieser Pin da aussieht, ne? Haut mal so ein Ding da raus hier. Hat das jemand von euch schon geschafft, diese 20 Punkte zu holen? Weil da wird ja richtig mega krank reingeschwitzt. Also, ich schaff's nicht. Ja, sofort. Ich bin gespannt. Er wird heute im Laufe des Tages hat er mal die volle Zeit dafür. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihm das gelingen wird. 3 Stunden, in 3 Stunden die 20 Punkte zu holen. Es wird schwer. Habt ihr eine spezielle Taktik dafür? Also, schreibt mal was in die Kommentare, würde mich echt tierisch interessieren. So, und jetzt gehen wir in den Itemshop rein. Und dann haben wir hier Sanctum nach wie vor. Das Ding ist mega geil. Habe ich ja gestern bereits meine Bewertung für abgegeben. Hammer. So haben wir hier den Moonrise. Die Picke finde ich auch ziemlich cool. Habe ich auch gestern meine Bewertung für abgegeben. Hauen wir hier nochmal drauf. Bam. Und jetzt. Jetzt. Kommen wir zu einem neuen Skin, wo ich mir denke, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Das Ding ist ja mal sowas von pottenhässlich. Jack Gordon? Wir gucken mal rein. Das ist der neue Skin. Jack Gordon. Ich könnte mir einen Jack-O-Lantern ganz gut vorstellen, ja, aber das hier, sorry, das sieht einfach nur scheiße aus. Richtig scheiße. Da kann ich nicht mal auf Kreativität Punkte geben. Das sieht einfach nur kacke aus. Ah. Was soll ich denn darauf bewerten? Also, ich gebe dem Ding 2 von 10. Ai, also 2 von 10, das war's mit diesem Skin. Der Jack Gordon hat auch bis jetzt noch kein Rating bekommen. Grausam. Dann haben wir die Filet-Eggs. Die ist nice. Ganz okay mit dem Sushi-Messer. Ja, eigentlich ganz cool aus. Dem Ding gebe ich 7 von 10. Für die Filet-Eggs. Und dann gucken wir mal, wie sieht's denn aus? Filet-Eggs. 4,2 von 5 bei 15 Votes. Am 19. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 4 Mal. Ja, ist schon cool, das Ding. Dann haben wir hier wieder den Jolly Roger. Roger, 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 Roger. Halt wieder ein Standardgleiter mit einem Totenkopf drauf. Skull and Bones. Und ja. Ja, was soll ich dem geben? Weil er nicht ganz so schlecht aussieht als Standardgleiter. 3 von 10. Und das war es dann auch schon. Und dann gucken wir mal. 3,5 von 5 bei 2 Votes. Am 22. Dezember. Das erste Mal raus. Also 2017 das erste Mal rausgekommen. Seitdem 20 Mal drin gewesen. Interessiert sich keiner für, so wie es aussieht. Und kann ich auch verstehen. Dann haben wir hier den Sushi Master. Ja, auch da. Ich meine, ich finde den ja nicht schlecht, aber kann sich jemand von euch vorstellen, mit dem Sushi Master da durch die Gegend zu laufen? Da hinten haben wir dann hier Sushi drauf, ne? Kleine Laterne dran. Was gebe ich denn diesem Ding hier? Dem gebe ich 5 von 10, Mittelmaß, mehr ist er für mich nicht. Und der Sushi Master
3,63 von 5 bei 30 Votes. Am 19. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem viermal. Habe ich bis jetzt auf dem Feld noch nie gesehen. So, und jetzt geht's wieder los. Ja, jetzt kommen wir in die Emotes hier sogar. Aber jetzt sei doch mal ehrlich. Also jetzt guck doch mal da rein. Kann es sein, dass du den Emotes mehr Punkte gibst als den anderen? Jetzt guck doch mal. Also jetzt, der Jack Gordon ist scheiße. Der Jolly Roger ist scheiße. Der Sushi Master ist Durchschnitt. Die Filet Ex, okay, da habe ich aber auch ganz gute Punkte gegeben. Und der Sanctum ist geil. Dem habe ich auch gestern richtig gute Punkte gegeben. Was soll ich denn machen? Und dann kommt ein Pumpernickel da rein. Dann kommt halt ein Pumpernickel. Soll ich jetzt dem Pumpernickel weniger Punkte geben, damit sich das irgendwie angleicht? Nein, der Pumpernickel ist geil und der Battle Call ist auch geil. Ah, ich kann doch auch nichts dafür, dass sie so viel Schrott da reinbringen, neben den geilen Emotes. Die Emotes sind geil. Was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Also, jetzt kommt der Pumpernickel. Da sage ich jetzt schon 10 von 10. Bum, 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 bum. Und die Kamera hat mich nicht mehr im Bild. Naja gut, 10 von 10 gebe ich ihm jetzt nicht, das ist ein bisschen übertrieben. Ich gebe ihm 8 von 10. 8 von 10. 10 von 10 ist zu viel. 8 von 10. So, und dann gucken wir doch mal, wie sieht's denn aus beim Pumpernickel. Und auch da 4 von 5, 4 von 5 bei 9 Votes. 8. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen, viermal seitdem. Und wenn ich mir die Zahl angucke, 105 Reminders für das Ding, das sagt schon alles. So, und dann haben wir hier einen Emote, den ich mir selber geholt habe und den der Herr sofort sich auch selbst geholt hat. Und das Ding ist einfach nur mega geil. Ich habe sogar eine Szene gehabt. Also ich meine, wir hatten ja damals dieses Battle Call Gameplay Video gemacht. Das hat richtig Bock gemacht. In the face, würde ich sagen. Ich habe sogar eine Situation gehabt, die haben wir leider nicht aufgenommen, aber das hätten wir vielleicht mal klippen müssen. Das war witzig, da waren wir eingebaut, also was heißt eingebaut? Sofort hat wieder ein Build-Battle gehabt mit einem und ich war da auch irgendwo in diesem Building drin und dann habe ich den Battle-Call da drin gemacht. Auf einmal hast du nur noch gehört, wie der abgehauen ist. Das war... Hat er sich schnell weggegrabbelt und ist dann abgehauen. Und ich fand's witzig. Der hat sich die Hosen voll gemacht. Das war cool. So, und den zeigen wir jetzt mal. Ich liebe diesen Emote. Ich liebe den einfach. Für mich ist er mit nur 200 V-Bucks. Ich benutze den ja in jedem Match. In jedem Match. Jedem Match. Gibt kein Match, in dem ich diesen Emote nicht benutze. Weil ich den einfach nur geil finde. Den Schlachtruf. Deswegen kann ich nichts anderes machen, als dem Ding 10 von 10 geben. Und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie hier tatsächlich. Und da sieht man hier 4,67 von 5. Ja, auch. Das ist ja auch fast die volle Punktzahl bei 3 Votes. 22. September 2018 das erste Mal drin. Seitdem zweimal. 44 Leute mit Remindern. Und das Ding ist der Oberknaller. Ich mache nochmal. Jack. Bam! Ich liebe den. Also, und... Was soll ich sagen? Die Emotes sind halt auch heute wieder die besseren. Ja, ich kann es auch nicht ändern. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Daumen nach oben.
Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem MK. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Bam 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 bada bada bam 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 bada bada ba. Oh, war noch gar nicht auf Stopp gedrückt. Bam 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 bada bada ba. Stopp.